An dieser Stelle von mir einen kleinen Gartenrundgang, auch so als kleines Dankeschön für euch da draußen. Danke für eure Unterstützung. Kommt alles an, auch all jene ohne Worte. Ich bin ein feinfühliger Mensch und kriege das mit. Aber heute geht es um Gartenrundgang. Ich mache einen Gartenrundgang, denn es ist gerade wunderschön. Ich durfte hier schon ein bisschen rumstiefeln, mir die Sachen angucken. Aber wir machen das jetzt zusammen in aller Ruhe. Ein ausgedehnter Gartenrundgang. Da haben wir den Juni nochmal eingefangen. Mir fehlt das hier, die Videos zu drehen. Es fällt mir aber auch unfassbar schwer, hier wieder Fuß zu fassen, was es angeht. Es braucht alles noch seine Zeit, aber das ist doch jetzt mal irgendwie ein Anfang. Und wie ihr sehen könnt, es hat sich jede Menge getan im Garten. Und es ist auch jede Menge am Wachsen. Das würde ich euch gerne zeigen. Also fühlt euch herzlich eingeladen, einen Gartenrundgang mit Lars mitzuerleben. Permakultur, Naturgarten, wie auch immer ihr das sehen wollt. Einfach beobachten, genießen. Und hier ist mein Sonnenplätzchen. Die Königskerze sieht schon richtig schön aus. Also, wenn die richtig offen ist, jetzt fallen ja schon wieder die Blüten, dann ist das eine Pracht. Und da hängt noch genug dran, was dann aufgehen wird. Ja, hier vorne das Beet. Da habe ich Tomaten, die irgendwie versucht haben zu überleben. Die sind nicht wirklich größer geworden. Vielleicht auch, weil meine Liebe fehlte. Da dazwischen. Da müssen auch irgendwie die wilden Johannisbeeren wieder dazwischen sein. Ihr wisst, ich habe ein bisschen Beeinträchtigung mit dem Gehirn. Deswegen mit Namen ist deutlich schwieriger geworden. Ich habe auch teilweise überhaupt gar keinen Zugriff mehr darauf. Wie zum Beispiel im Wald mit Pilzen. Fällt mir sehr schwer, ist nahezu weg. Habe aber noch Hoffnung, dass es wiederkommt. Ja, hier ist mein Sonnenplätzchen, ganz wichtiger Ort. Ja, morgens, wir haben jetzt irgendwie, ich weiß es gar nicht, 8:30 irgendwo. Und dann nehme ich hier ganz gerne Platz. Und beginne den Tag oder am Vormittag hier in Dankbarkeit und Demut, dass die Sonne da ist. Ja, ich habe sie letzte Zeit ja öfter mal getrellert, vor mich hin gesungen, auch unterwegs. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. This is a beautiful day. Und das ist so ein bisschen der Ansporn, aber auch Dankbarkeit, ne? Demut. Also das Leben entsteht alles in Abhängigkeiten zueinander. Alles ist irgendwie miteinander verbunden, auch wir Menschen miteinander. Und ohne das alles geht das halt eben nicht. Und dieser Platz ist ein normal ruhiger Ort. Jetzt im Moment quassel ich natürlich viel. Ja, und das wird auf jeden Fall noch richtig schön. Ich möchte euch einmal hinter mir zeigen, das ist die Goldrute. Ja, ihr kennt die aus dem vergangenen Jahr, vielleicht auch selber schon. Also es wird hier noch richtig gelb und voll mit Tieren. Und ich freue mich drauf, hier zu sitzen und diese Frequenzen einzufangen, die mich dann umhüllen. Ja. Aber es geht hier nicht um mich, sondern diese schöne Blühwiese vor meiner Nase, von der ich überhaupt rede. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Es ist voll. Das sieht wunderschön aus. Ach, wisst ihr was? Ich habe das so gebraucht, mal wieder ein Video zu drehen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen Anfang gemacht. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja, das ist doch mal schon mal ein schöner Ausblick hier. Ich kann mal ein paar Pflanzen benennen für jene, die die nicht kennen. Hier vorne am Rande habe ich einen Borret stehen. Eine wunderschöne Pflanze, die unterschiedlich farbene Blüten dran haben kann. Und überhaupt echt ein Kunstwerk der Natur. Die ganzen Härchen. Ja, und dann habe ich hier überall Kornblumen zwischen. Das sind dann zum Beispiel die hier, müssten das sein. Obwohl, nee, gar nicht. Hat doch eine andere Blattform, wenn ich das so sehe. Ach doch, nee, doch, haut doch hin. Das müsste dann die Kornblume sein, da gerade besucht. Und hier eine Distel. Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar zu den Karden zählt. Von den Blättern her sehr interessant unten. Also wenn da jemand was weiß, immer reinhacken in die Kommentare. Bereichert uns alle. Und hier gibt es jede Menge Pflänzchen. Da unten haben wir eine Königskerze. Die dürfte dies Jahr auch nochmal irgendwann blühen. Nachtkerze. Hier vorne auch. Überall vereinzelt mal zwischen. Ich weiß nicht, die anderen haben sich nicht so ganz durchgesetzt, sehe ich gerade. Doch, da ist eine große. Ja, dann überall Phacelia zwischen, das seht ihr hier hauptsächlich. Eine wunderschöne Pflanze, also wenn man da rangeht, guckt euch das an. Wow.
Lohnt sich doch mal, die Pflanzen näher anzugucken, ne? So, hier die wilde Karde, die will so richtig in die Blüte. Die hat ihren Namen vom Kardian, glaube ich, so heißt das. Und ja, könnt ihr euch ja mal schlau machen. Aber das sieht ganz danach aus, als ob da eine Blüte kommt. Ha? Ist das der Anfang? Wie schön. Ja, da vorne am Rand steht noch eine. Ja, und überall so ein bisschen verteilt. Der Sonnenplatz, wie man sieht in der Mitte. Ja, die Lupinen sind soweit durch, auch die hier am Rande. Aber auch hier versteckt sich überall noch die Goldrute zwischen. Wird auch noch so ein Bereich sein, den ich dann freimachen werde. Gehört ja hier dazu, zu meinen Pflichten. Danach brauche ich dann auch erstmal die Kraft dazu. Ansonsten kann man mich da dann aufheben und wohin bringen. Ja, so weit soll es bitte nicht kommen. Ja, oh, hier die Goldrute. Ich sehe das schon vor mir alles. Wenn das blüht hier, diese, oh, das ist alles voll mit Bienen. Honigbienen sind da sehr gerne. Aber auch alle anderen möglichen Insekten. Ja. Das wird hier schon ein bisschen gelb. Man sieht das. Da ist schon Gelb-Touch mit drin. So, gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, direkt hier durch. Ja, die Lupinen haben mir dieses Jahr besonders Freude gemacht, denn viele verschiedene Farben zwischen. Hier haben wir eine weiße. Hier vorne war so pink, lila, was weiß ich zwischen. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine erhaschen können. Nee, ist vorbei, da sind auch schon umgeknickte. Aber die möchte ich nicht mehr missen. Jetzt liegt hier natürlich alles voll oder hängt natürlich oder steht noch voll mit Kapseln. Ja, eine Sache möchte ich nicht vergessen, da muss ich doch noch mal wieder rein. Und zwar hier, was wächst denn hier? Kennt sich jemand aus? War auf einmal da und ich durfte auch beobachten, dass es da den einen oder anderen Stachel gibt. Da zum Beispiel hier ganz, ganz fies. Muss ich noch näher ran. Da unten. Weiß jemand, was das ist? Was habe ich hier, was da wächst? Oh, aber auf jeden Fall hat sich das schon gelohnt, den stehen zu lassen. Allein für dieses kleine Wunder mit dem... Na, willst du denn auch mal scharf? Ja, da mit dem Marienkäfer. Der hat sich einen schönen Platz gesucht. Oh. Ja. Freude pur. Ja, das war ja noch lange nicht alles. Das war ja erst der Anfang. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt aus der Ecke, wo ich meistens hier meinen Tag beginne. Gehört zu meinen Ritualen dann, wenn ich das hinkriege. Im Moment ist das alles so auf der Schwebe, weil mein Leben steht Kopf. Wer da Fragezeichen im Kopf hat, guckt euch bitte mein letztes Video an, da habe ich schon ein bisschen was offenbart. Und ja, ich bin froh, dass ihr draußen mich da seht, weil das wird höchste Eisenbahn. Ja, ich stehe ja mit dem Rücken zur Wand, ist so. Egal, wir bleiben beim Gartenrundgang. Und hier gibt es dann noch viel mehr zu entdecken. Ach, ich mag die ganzen Stellen. Es hat sich allein schon gelohnt, hier vorne das mit dem Insektenhotel anzugehen. Beziehungsweise eine Kombi aus verschiedenen Sachen. Hier vorne. Ja, also hinten gibt es eine Insektentränke von der Sonne weggerichtet. Jetzt morgens ist das nicht so schlimm. Aber wenn die Sonne oben steht, dass da nicht die Sonne raufknallt, dass das Wasser sich möglichst lange hält. Und hier, ach, gutes Timing. Wird gerade abgescannt, ob das interessant ist. Ja, meistens holen sich die Tiere hier noch was, aber mit der Zeit wird sich das geben. Das ist meistens noch leer. Ach, da oben wohnt, glaube ich, eine Spinne drin. Ich weiß es nicht. Egal, jetzt nicht so wichtig. Wenn das mal interessanter wird, zeige ich euch das wieder. Ja, hier ist so alles Mögliche zwischen. Ne? Ich habe das drüben gar nicht zu Ende gezeigt. Wir haben natürlich jede Menge mehr Pflanzen noch. Hier haben wir eine Speisechrysanthene, da versucht sich eine Sonnenblume durchzukämpfen. Auch wieder Kornblumen zwischen Mohn. Ja, Borage wieder. Oh, echt spannend. Ja, hier war an der Ecke die erste Ringelblume. Und ja, hier gibt es aber auch noch ein Pflänzchen. Noch mehr als ein Pflänzchen. Hier unten Bärenklau. Ich suche ja immer noch einen Platz, wo der sich mal durchsetzt. Aber ich glaube, der braucht Liebe. Hier unten ist er. Ja. Ja, anderen Zeitpunkt mehr. Ich habe noch Schwierigkeiten mit Namen. Ich komme durcheinander auch mit Sätzen. Ich kann nicht mehr so sprechen, wie es mal war. Mir fällt das schon auf in diesem Gartenrundgang. Aber in der Ruhe liegt die Kraft und vielleicht hilft mir die Natur dann noch bei, die gerade um mich rumschwirrt. Direkt hier vor meiner Nase. Ja. So sieht's hier aus. Gehe ich nochmal ein Stückchen zurück.
Bei denen hier frage ich mich noch, was das war. Vielleicht kann da jemand helfen. Die hier frage ich mich noch. Irgendwie eine sehr spannende Pflanze. Ja, aber meistens sehe ich, dass das rausgerupft wird. Oh, hier ist auch noch eine Wicke. Ja, schöne Ecke. Hier übrigens Terrain. Hier habe ich Igel, Schlange, alles Mögliche drin, Vögel. Die machen sich das hier richtig, ja, richtig angenehm, kuschelig, wie auch immer. Das ist ja alles voll Totholz. Kann ich weiterhin nur empfehlen. Igel bin ich auch schon wieder begegnet im Garten. Ne? Und das ist ein Riesenhaufen und oben lagern natürlich Sachen, die ich auch mal benutze. Ne? Für die dekorativen Elemente, aber auch natürlich wieder Lebensraum für die Tiere. Ja. Hier vorne Kartoffelacker, den kann ich mal kurz abfrühstücken. Keinen Raum für gehabt, liegt noch an. Aber ich hoffe, dass ich da bald sensen kann. Wobei, das mit dem Sensen ist so eine Sache, da muss ich Ängste überwinden. Ich habe mich jetzt zweimal verletzt, weil meine Hand-Augen-Koordination hat auch einen mitgekriegt. Deswegen ist es ganz schwierig geworden zu sensen. Das kann ich nur noch an guten Tagen. Ich möchte euch das zeigen. Hier am Finger die Kuppe fast abgesenzt. Muss ich selber heilen. Geht jetzt mittlerweile ein bisschen Frankenstein. Und da könnt ihr noch den Rest sehen. Das war erst vor ein paar Tagen. Ja, das ist richtig Überwindung. Ich versuche mich davon natürlich nicht kriegen zu lassen. Aber die Verletzung, ich habe da keinen Nerv drauf. Ich kann nicht. Ne? Das ist schon, das liegt hier mit an den Energien, die ich hier habe, mit denen ich auch konfrontiert bin. Und ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das halt eben hinkriege. Ich gebe mein Bestes, mich gibt es halt nur einmal. Ne? Ich würde sagen, hier vorne, weiter dem Uhrzeigersinn entgegen. Hier stehen natürlich Sonnenblumen wieder drin. Der Mais kam zu kurz, ich habe die Aussaat nicht geschafft. Ich habe viele andere Aussaaten leider auch nicht geschafft. Ich habe auch Ernteausfälle gehabt, konnte mich nicht mehr kümmern, das Gießen nicht geschafft. Gewisse Sachen sind einfach, ja, da muss ich dann jetzt einfach mit leben, dass das so ist. Und mache das Beste draus. Also hier vorne diesmal kein Mais. Mais fällt aus dieses Jahr. Und meine ganzen Pflanzen, die ich da angezogen hatte, wurden weggefuttert. Aber ich hätte noch Luft gehabt und das ist vorbei. Vielleicht ein Stück, ja, stecke ich hier noch welche im Boden. Wer weiß, wie das Jahr wird. Aber ja, ich gehe dem nicht mehr so wirklich nach. So, hier Rotkohl. Sieht sehr gut aus. Sonnenblume, wie gesagt, da auch. Da unten Kohl, der gerne weggefuttert wurde. Das war wahrscheinlich Weißkohl. Hier unten kämpft sich noch eine Tomate durch. Ja. Da habe ich aber noch Hoffnung. Ein Kletterspinat. Ich werde hier wahrscheinlich auch dann wieder trotzdem irgendwas mit Stangenbohnen machen. Hier habe ich ein Zucchini. Kohl wiederholt sich. Wirsing. Sonnenblumen. Alles selbst erklärend so ein bisschen. Der Kletterspinat sieht besser aus. Hier hat die Tomate auch schon ein bisschen Halt gefunden. Hier habe ich einen Butternut-Kürbis. Ja, Sonnenblume, Sonnenblume, Sonnenblume. Das müsste ein Rosenkohl sein. Der wird mir ja jedes Jahr immer wieder abgeschnitten und geklaut. Von daher stelle ich mal gleich an hier vorne hin, dann können Sie sich hier vorne bedienen. Ja, ich lebe da so ein bisschen mit. Habe ich wirklich so gedacht. Und dann hier, ja, eine lila Luzi-Chili. So, und gehen wir mal hier vorne längs. Eigentlich wunderschön sieht man das hier am Rand. Wicke kann ich euch nur empfehlen, dafür stiefel ich einmal über den Gartenzaun. So, das ist echt richtig schön. Da macht sich was breit und trägt sich selber. Ab und zu, glaube ich, drückt auch jemand die Pflanzen darüber. Ja, Foodshank-Stand wurde auch schon genutzt dieses Jahr. Ja, ist eine gute Sache, werde ich weiter beibehalten. Ja, hier der Blühwiesenstreifen, den kann ich recht schnell abfrühstücken. Für den war kein Raum, ich musste Prioritäten setzen. Priorität ist Lars, Selbstversorgung, Essen, sonst schafft das nicht über Herbst und Winter. Ja, das ist ja alles auch in weiser Voraussicht. Und vor allen Dingen, dass ich da hoffentlich bald mal was rausziehen kann. Vor allen Dingen in Verbindung des Teufelskreislauf-Essstörung. Und im Moment sieht das gerade nach ganz kleinen Schritten aus. Und ich hoffe, dass ich heute immer ein bisschen was reinkriege. So, wir tingeln mal wieder rein. Jetzt häng ich fest. War ja klar. So, da gab es noch gerade einen Zaungast, da muss ich ein bisschen pausieren, nochmal anfangen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also hier der Blühstreifen, darüber wollte ich reden.
habe ich mich nicht so kümmern können. Dennoch nach wie vor Verlass auf dem Beifuß. Ist nachher auch zum Räuchern gut, Tee. Ist einfach auch, ist was so Schönes. Den werde ich auch wieder weiter verarbeiten, so wie letztes Jahr. Ich hoffe, da werde ich nicht wieder unterbrochen und kann da diesmal richtig was umsetzen. Das gilt für vieles hier. Ja, hängt halt davon ab, ob ich hier Ruhe kriege oder nicht. Das ist halt die Grundstruktur. Und jetzt gerade habe ich Ruhe, jetzt schaffe ich es, ein Video zu drehen. Ja, hier ist beim Welt zwischen Nachtkerzen, seht ihr. Vereinzelt wächst auch unten irgendwas. Mal gucken, was da noch so durchkommt. Ja, Prämisse hätte das hier, die Gräser zu entfernen. Also sprich, sich drum zu kümmern, dass das Gras sich nicht weiter aussieht. Aber ich schaffe das nicht. Also ich bin nur ein Mensch halt eben. Ne? Ihr kennt die Umstände. Ja, hier Kronlichtnelken ganz deutlich zu sehen. Da vorne gab es auch eine Lupine. Ja, hier unten. Und ja, hier gibt es auch vereinzelt mal irgendwas, was da wächst. Ich habe hier auch irgendwo noch, ach ja, hier ist der Busch, aber wächst auch nicht richtig. Ist eigentlich Lavendel und so. Also, ja. Und die Sache hier mit den Bäumchen kommt immer wieder, aber nie richtig. Also irgendwie kommt und stirbt, kommt und stirbt. Das ist von Anfang an ein Running Gag hier. Vielleicht soll das an der Ecke nicht sein. Vielleicht, keine Ahnung, was da los ist. Ja, und hier vorne, da möchte ich von dieser Seite gar nicht so rein. Ich würde sagen, oh doch, hier vorne Lemon Queen. Auch noch hier so die Sachen. Ja, soll ja auch was entstehen. Die Lemon Queen soll hier weg und lieber darüber. Weil sie hier dann doch schon gerne mal im Weg ist, vor allem wenn die größer wird. Ja, hier soweit mal Liebe gekriegt, aber ja, geht es auch so, das ein oder andere mal zu leiten. Ich habe auch noch überhaupt nicht ausgegeizt oder so. Das ist natürlich auch was wartet. Also hier sind Tomaten, Salat könnt ihr unschwer erkennen. Hier einer, der schon in die Blüte schießt, aber Salat ist dies ja bei mir definitiv mehr in die Ernährung geflossen. Das ist bei mir nicht leicht. Salat ist für mich auf jeden Fall bei mir mehr in die Ernährung geschossen dieses Jahr. Deswegen, das wird auch alles verbraucht noch. So, ich stiefe hier mal rein. Wir haben nämlich auch schöne Kapuzinerkresse und rote Gartenmelde. Ja, die Kapuzinerpresse macht sich richtig breit. Ja. Tomaten. Oh, das sieht nach der wilden Johannisbeer aus. Ja, das wird schön. Ne? Das sind so Sachen, die würde ich jetzt rausziehen. Guck mal, wie leicht das geht, wenn man den Boden immer schön locker hat. Zack. Genauso hier. Oh, da reiße ich ein bisschen ab, das macht nichts. Oh, war das ein Radieschen? Könnte sein, ich weiß es nicht. Nee, glaube ich eher weniger. Ja, so sieht es von hier aus. Da habe ich noch ein bisschen Minze und so. Ja, und hier fehlt noch das Tomatendach. Das hätte alles schon stehen sollen. Wäre auch kein Problem gewesen. Aber wie gesagt, ruheabhängig, erholungsabhängig, schlafabhängig vor allen Dingen. Und da hänge ich überall noch so ein bisschen hinterher. Aber ihr könnt sehen, ich gebe mein Bestes, auch hier wirken zu können noch und hier sein zu können. Jetzt geht's halt gerade. Hier alles voll Erbsen, Totholz und Stöcker. Alles, was ich da so gefunden habe. Schoten sind leider noch nicht zu sehen. Aber es macht gar nichts. Es darf noch riesig werden und dann tragen. Oh, Blüte. Schaut mal, noch gar nicht entdeckt. Ja, super schön. Ja, es kommt langsam. Oh, guckt euch das mal an. Eine Erbse. Da vorne die Fädchen, die da unterm Blatt rauskommen wollen. Ja, so. Können wir hier weitergehen. Mach ich mal hier den Gang rein. Hier haben wir natürlich überall Mangold. Hier den gelben, ja, weißen und roten. Und ich habe hier Blütenstände schon abgeschnitten. Hier hat sich das aber so ein bisschen harmonisiert mit den Erbsen. Deswegen habe ich das gelassen. Ich würde gerne auch weiter Erbsen aussäen. Kommen ja alle noch, selbst wenn man jetzt noch aussieht. Also ist nie zu spät für die Pflänzchen, kann ich euch noch sagen. Auch für die Tomaten nicht. Es kommt immer irgendwie was rum. Hier hängt natürlich alles voll Himbeeren. Ich hoffe, das wird auch was. Hängt schon sehr lange so. Vielleicht ist das auch ein ungeeigneter Platz. Viel zu viel Konkurrenz. Das zeigt sich halt alles mit der Zeit. Das sind dann Erfahrungswerte. Das fließt in den Garten ein. Ja, hier soll halt noch Dach drüber und so, da werde ich mich zeitnah drum kümmern. Leider auch Geld investieren müssen, komme ich nicht mehr drum rum. Groß bauen und so, da fehlt mir die Kraft. Dann setze ich lieber die Zeit ein, um mich besser aufzustellen. Ja, Kiwi-Beet, selbstdüngendes Beet. Aber ich merke, hier gibt es noch viel mehr zu zeigen. Hier Grünkohl,
Da haben wir Kapuzinerkresse, Königskerze, hier überall Nachtkerzen noch. Hier ich will hier ganz vorsichtig sein, weil das alles voll Läuse ist. Da kümmern sich nämlich gerade die Ameisen um ihre Plantagen, obwohl hier oben ist auch ein Marienkäfer in Larvenform oder wie sich das schimpft. Also die Vorstadium. Spannend. Marienkäfer, ja, die futtern da gerne. So, aber jetzt auf jeden Fall einmal das Kiholbeet. Ich würde sagen, ich fange an der Seite an und gehe dann drüben einmal rein. Unschwer zu erkennen, Möhren, Zucchini. Wobei dieses Jahr Zucchini echt komisch ist, weil es ist nirgendwo eine Zucchini dran. Und da, wo was dran war, da habe ich dann wegen Gießen und so den Anschluss verpasst, womit die dann abgestorben sind. Hier haben wir noch Wirsing. Sieht richtig gut aus. Also da überlege ich mal irgendwie was zu dörren oder so. Hier ein Mix aus ja, diese kleinen Planeten immer von der Zwiebel, wenn die in die Blüte gehen. Das ist so schön. Hier eine wilde Karde wieder. Ist halt überall so ein bisschen verteilt. Ja, ansonsten gibt es hier vorne viel, was wieder raus möchte. Aber hier haben wir eine Tomate stehen. Da kommen auch Blüten. Wunderbar. Hier haben wir weiterhin Tomaten. Also an jedem von diesen Pfählen wird das hier wieder mit meinem Tomatensystem umgeleitet. Aber es sind so Sachen, ja. Ich bin auch überlegen, ob ich euch einlade, für die Interesse haben und mir wohlgesonnen sind. Ja, hier vielleicht im Austausch quasi mir zu helfen. Ich zeige euch was. Ihr könnt mir helfen. Wir verbringen irgendwie Zeit, essen, trinken, alles Mögliche. Da überlege ich schon drauf rum, wie ich das umsetzen könnte. Ja, nicht nur erst seit heute. Und das wird definitiv konkreter. Da werde ich auch noch was zu sagen, wenn es soweit ist. Da habe ich noch einen Kohl stehen, was auch immer das war. Sieht ein bisschen nach Rosenkohl aus. Achso, habe ich noch Kohl erwähnt. Das ist hier. Oh, jetzt muss ich hier. Oh! Das ging fast schief. Naja. Da hat es mich fast abgeledert. So ist das. Hier alles Rucola. Ne? Das ist nicht der Standard-Rucola, das ist noch ein anderer, der schmeckt auch anders. Und hat immer so wunderschöne Blüten. So ein bisschen wie Hubschrauber, Propeller. Ja. Mohn zwischen dicke Bohnen. Ja, hier die Kohle. Sagt man das so? Kohl? Kohls? Kohle? Ich weiß es nicht. Gerade. Hört sich alles komisch an. Ja, ich habe es geschafft zu sensen. Das sollte eigentlich alles an der Sonne absterben. Jetzt sieht es aber ein bisschen anders aus. Jetzt liegt schon länger da und ist auch nass geworden. Kam ich halt nicht weiter zu eingreifen zu können. Da kommen wir gleich zu, aber machen wir erstmal das Kiholbeet fertig. Schauen wir nochmal drauf, ist alles voll. Ja, hier haben wir wieder Kronlichtnelke, Sonnenblumen. Hier unten eine Pflanze, die hatte ich vom Wochenmarkt mit Ingwer und keine Ahnung, die hat mich richtig gereizt, auch was zum Räuchern. Und Tee halt eben wieder. Muss ich nochmal rausfinden, wie das hieß. Hier der Lauch vom Vorjahr, riesig. Und guck mal, was er für eine Farbe kriegt. Kann man das so sehen? Ah. Ja, also ein lila Touch drin, ne? Ja. Hier ist auch alles voll Zwiebeln und eventuell Knoblauch. Ich weiß das alles gar nicht mehr, wo ich was hin habe. Und Erbsen darf nicht zu kurz kommen. Schoten allerdings, wie gesagt, noch nicht in Sicht. Rotkohl, Weißkohl, möchte aber irgendwie in die Blüte. Macht nichts, Blätter sind verwertbar. Ich hoffe, dass ich das alles noch hinkriege. Wie gesagt, auch bei diesen Sachen, ich nehme gerne Hilfe an, so nachher, aber ich muss mir das organisieren, dass es auch passt und funktioniert. Ne? Da bitte ich um Geduld, ich kann da nicht so schnell. Bin schon den ganzen Tag am Rennen mit meinen Themen. Ja, wieder Weißkohl, Erbsen, da habe ich Totholzstöcker rein, damit ich das ein bisschen, ja, hier an einem Platz hält, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich da Knoblauch noch drin hatte, aber ich glaube schon. Zwiebeln, Möhren, Wirsing hier vor meiner Nase. Hier ist irgend so eine wilde, ich weiß nicht noch, wie die hieß. So wie Physalis sieht das nachher aus, aber es meine ich eine giftige. So, aber ich lasse ich trotzdem wachsen. Irgendwelche Tiere freuen sich. Also jede Menge Sachen zum Verarbeiten hätte ich jetzt. Also lass uns doch irgendwie was Cooles hier machen und starten. Wer da Bock hat, kann das vielleicht schon ein bisschen signalisieren. Ich weiß auch, dass viele Zuschauer, die gar keinen Account haben, aber das ist halt, da kann ich dann auch nichts machen irgendwie. Außer auf meine E-Mail-Adresse verweisen und sagen, könnt euch da melden. Ja, dicke Bohnen zwischen.
Hier ist der Kompostbereich. Hier ist auch überall noch genug zwischen, was ich gerne frei machen würde. Gar keine Frage. Boric, Liebstöcke. Das ist ein gern besuchter Ort. Das kennt ihr aus meinen Videos. Das ist ja nicht das erste heute. Ja, und hier stehen immer noch Sachen, die eigentlich vor 2 Monaten, was haben wir denn jetzt? Juni, Mai, vor 1,5 Monaten irgendwie schon draußen sein sollten. Die stehen noch so da wie damals. Also auf meiner Fensterbank hat sich nicht viel getan. Ja, hier noch eine Paprika auf dem Balkon, die trägt sogar schon Paprikas. Also ein Chili sollte das nicht sein. Ich meine, das ist eine Paprika. Kann mich auch täuschen, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Hier sind noch Zwiebeln drin, aber genug andere Sachen, die auch noch wieder raus wollen. Und hier vorne haben wir Regenbetrieb. Ein bisschen Blühwiesenanteil wieder im Augebeet. Guck mal, echt wilde Karde, Nachtkerze, Klee, verschiedene Klees. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die gelbe da unten hieß. Aber da gibt es so schöne Sachen zwischen. Hier die Akelei. Ja. Soweit haut das mit den Namen hin. Aber bei den Pilzen ist komplett weg. Kräuter auch ganz viel weg. Kriege ich nur so die gängigen Sachen hin. Ne? Oh, schön. Ja, und ganz neugierig bin ich da vorne auf die Pflänzchen. Ich habe ja Stockrosen im 2. Jahr. Und ich bin auch gespannt, welche Farbe das wird. Da steht auch noch eine. Wo ist sie denn? Hä? Kann ich von hier gar nicht sehen. Genau da. Die hier. Ja. Ich gucke mich gerade mal um, ob es hier noch was Zeigenswertes gibt auf der Ecke. Könnt euch natürlich viele Nahaufnahmen machen. Ich kann euch mal anbieten, auch einzelne Beete einfach mal anzugehen und durchzugehen. Auch diese ganze Beetstrategie etc. Das ist ein Bereich, um den konnte ich mich nicht kümmern. Oh, too much, aber der kümmert sich halt um sich selber. Das ist schön, das ist halt ein wildes Eck mit Brombeeren und Erdbeeren und Kronlichtnelken, Beifuß und Disteln sowie, ja, keine Ahnung, also da kommt auch Klee durch und die Ringeblumen kommen hier auch irgendwann durch, bin ich mir sicher. Ist ja alles voll. Ja. So, und dann gehe ich mal rum. Hier das Beet. Das müsste der weiße Salbei sein. Zum Räuchern. Ja, ein bisschen was. Ich habe einfach nur gemulcht. Zum Unterdrücken dann wieder. Hier vorne Oregano zwischen. Der möchte auch in die Blüte. Es wird hier auch wieder alles voll. Hier drunter ist eigentlich eine Sonnenfalle. Ja, mit der Zeit und Step by Step Prioritäten setzen, komme ich da auch weiter. Hier ist alles voll Minze, das wird nachher auch alles blühen, voll Schmetterling und Bienen sein. Da werde ich auch das Gras natürlich noch wegsensen für, damit das andere ein bisschen mehr Platz und Kraft kriegt. Rhabarber habe ich auch schon mal einen Teil abgegeben und eingemachtes zurückgekriegt. Genau, hier sind Minze, Erdbeeren, verschiedene Kräuter, wie gesagt, Beinwell, falls ich bei Fuß gesagt habe. Hier Beinwell, komme ich gerne mal durcheinander. Ja, und die Weide wächst und ist ein toller Holzlieferant nach wie vor. Und von deinem Sicht- und Sonnenschutz. Insektentränken überall immer mal nachgefüllt. Das schaffe ich dann immerhin noch. Aber solange das genug Wasserplätze gibt, man, ich liebe das. Hier ist auch nachher richtig was los, wenn alles in Blüte steht. Hier könnt ihr so den Anfang sehen. Das ist ein liebes Nest, kann ich euch sagen. Liebstöckel hat nicht umsonst seinen Namen, wie das aussieht. Ja, so. Jetzt geht's weiter. Hier die Totholzegge. Gibt's nichts weiter zu erzählen, könnte ich reingehen. Der Apfelbaum ist super interessant dieses Jahr, denn ich habe rein gar nichts gemacht und er ist voller Äpfel. Bin mit guten Energien da rangegangen. Der Baum mag es. Zeigt sich in voller Pracht. Hier, guckt euch das an, was da an Äpfeln hängt. Guckt euch das an. Ja, und es hört nicht auf, dass hier eine Ecke, wo es richtig voll ist. Da, wow, hatte ich noch nie vorher so. Geht noch weiter. Hier auch wieder. Auch wenn der Vogel hier gerne mal sitzt, wie es aussieht. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt überlege ich gerade, was hier noch zeigenswert ist. Ach ja, bei der Banane könnte ich noch mal hin. Oh, tut das gut, mal wieder ein Video hinzukriegen. Ich hoffe, die Technik spielt mit, weil ich hatte schon ein Video fertig. Nee, stimmt nicht, das war ein anderes. Das war ein Hochkant-Video für TikTok.
Ja. Aber angefangen hatte ich, habe es nicht hingekriegt. Ne? Ich bin echt froh, mal was im Kasten zu kriegen. Läuft ja zum Glück noch. Muss ich gleich kontrollieren. Ja, hier vor mir sind die Bananenpflanzen, die irgendwie. Es ist jedes Jahr das gleiche. Ich schaffe es nicht, mich um sie zu kümmern. Ja, mangelnde Ruhe, mangelnde Erholung, mangelnde Schlaf und Sorgen über den Monat zu kommen, ist immer das Gleiche. Wisst ihr, wie das ist? Grundbedürfnisse eines Menschen. Oh, ein Schmetterling. Admiral, glaube ich. Schön. So, ich zeige euch, wovon ich sabbel. Da habe ich ein bisschen was geändert gehabt. Also hier in der Mitte die Bananenpflanzen, wobei eine werde ich, glaube ich, retten. Die wird schon übernommen vom Beinwell. Ja, ansonsten lieben die Bananen ja eher ein bisschen das Feuchte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das lief dies ja auch besser. Ja, Nachtkerzen habe ich hier zwischen. Beinwell, wie gesagt, da hinten auch noch irgendwie Nachtkerze. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Ich sehe es nicht auf Anhieb. Vielleicht ist sie mir auch weggestorben, mangels Gießen. Ich weiß es nicht. Ja, und wir können ja einfach mal hier lang gehen. Die Weide ist echt eine Pracht. Und die Weinhöhle, die da drunter ist auch, wobei die ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Hier ist mir letzten Sonntag, eine Schlange begegnet. Eine riesengroße Schlange. Hier lag sie drüber, gewunden. Auf jeden Fall irgendwie über einen Meter lang. Das konnte ich dann doch sehen. Und ich habe mich erschrocken, weil ich so voller Tatendrang war und hier längs geflitzt bin. Und dann bin ich ein bisschen zur Seite gesprungen, dann ist sie nach da abgehauen. Wer auf TikTok ist, kann da sogar ein Video zu sehen. Habe noch ein schönes Video gemacht, als sie hier in der Ecke war. So, und wir kommen mal weiter rum. Hier ist ja noch das Beet, was ihr kennt. Hier ist mir auch die ganze, alles, was ich angebaut hatte, ist mir weggestorben, mangels Gießen. Das Einzige, was natürlich immer überlebt, ist Topinambur. So, aber ich habe jetzt neue Sachen drin. Hier Kohlrabi. Ach, der andere wurde schon komplett. Was ist das denn? Ach, eine Sirene. Hier eine Tomatenpflanze, da Fenchel reingekommen, der andere Fenchel ist gestorben. Hier ist eine Gurke, dahinter zwei Tomatenpflänzchen. Dann haben wir hier vorne nochmal Physalis und rote Gartenmelde und ja, wächst und gedeiht alles. Auch hier so die Sachen, die ich neu im Boden gesteckt habe, haben überall Blätterchen gekriegt. Also hier die Stöcker, ne? So fix geht das. Macht das auch, ist genial, macht Laune. Soll ja hier eine schöne Höhle werden. Und ja, ich hoffe, da kann mir vielleicht auch jemand helfen. Ja. Muss halt erstmal organisiert werden. Step by step. Step by step. Ja, hier vorne habe ich noch ein tolles Beet. Oh, da habe ich die Brombeer vergessen. Ja, das sind so Sachen. Echt. Ich sehe das einfach nicht. Vielleicht auch die Brille gerade im Weg gewesen. Hier vor mir habe ich ja noch die Freilandtomatenecke, wo das Dach eingebrochen ist. Da würde ich mich auch gern drum kümmern. Traue ich mir auch alles zu. Wenn ich hier mal einen Tag verbringe, komplett mit Ruhe wieder, dann schaffe ich eine Menge. Ich zähle auf Sonntag. Ich hoffe, das wird was. Wann auch immer ihr das seht, vielleicht seht ihr das auch erst am Sonntag. Also geht es um den heutigen Tag. Ja. Hier überall Portulak ausgeblüht, habe ich hier schon reingeworfen, verteilt sich das Saatgut. Oh, hier haben wir noch eine Zwiebelpflanze, die in die Blüte geht wohl. Ja, so sieht hier aus. Und dann machen wir das Ding auch perfekt. Kartoffelbunker habe ich auch drin mal wieder sortiert und aufgeräumt. Ich hatte ja auch wieder Vandalismus letztes Jahr. Das ist wie gegen Windmühlen kämpfen manchmal. Ja, hier wurde auch wieder was entwendet, sei denn eine Katze hat so weit weggespielt oder irgendein Tier weggetragen, dass da irgendwie, ja, das nicht mehr zu sehen ist. Aber für mich sind ganz klar regelmäßig Leute hier im Garten. Ganz unabhängig von dem, was ich auf YouTube mache. Ja. Ich hatte auch einen Sturz aus der Hängematte, 2 Meter runter bis hier unten. Wo habe ich mir wehgetan? An meiner Verletzung, da oben. Ich habe mich immer wieder verletzt hier. Ja, es war wie auf Knopfdruck. Also flieg mal 2 Meter irgendwo runter und du tust dir nur am Finger weh, da wo du dich schon verletzt hattest. Truman Show, echt. Ja, deswegen, das Ding ist zum Glück sicher, habe ich alles schon gecheckt und sonst kommt mir da auch keiner mehr in die Hängematten, dass ich da nicht alles nochmal safe überprüft habe, safety first. Aber es war wie als hätte jemand das Seil durchgeschnitten, so sah das aus. Ja, hier der Bereich. Nach wie vor so ein bisschen Waldgarten, aber das ist eins der schönsten Elemente im Garten, gar keine Frage, ist alles schön. Ja.
Und dann gibt es da unten noch ein Fleckchen, da können wir noch mal hin. Geht einmal hier runter. Eine kleine Raucherecke. Hier wurde Aschenbecher entwendet, der ist weg. Oh, das ist ja so mein Ausblick hier. Ja. Immer Sirenen, immer Lärm. Ich mache das Beste draus. Im Moment bin ich da ein bisschen stabiler, aber es ist nicht immer einfach und das spitzt sich zu Hause schon ein bisschen zu. Ich habe jetzt 3 Nächte hintereinander nicht wirklich richtig erholsamen Schlaf gekriegt. Ich habe durchgeschlafen, aber ich habe mich morgens so gerädert gefühlt. Was auch mit daran liegt, dass ich so viel regel, damit es halt vorangeht, wie ich schon in dem Video gesagt habe. Ja, im letzten Video, wo ich jetzt auf mich aufmerksam gemacht habe. Also ohne euch geht das nicht. Ich mache gerne weiter mit dem, was ich tue. Ich erkämpfe mir Ruhe, Frieden, Heilung, damit ich überhaupt funktioniere. Viele Menschen um mich herum haben das lange nicht verstanden und bis heute nicht. Und deswegen muss ich mein Ding machen und all jene stehen lassen, die es nicht begreifen, leider. So traurig ist es, auch wenn ich sie mag, auch wenn sie Gutes wollen, aber es geht dann an meine Realität vorbei. Ne? Und ich habe jetzt die letzte Zeit ein bisschen mehr Schlaf gefunden als die Wochen davor und das tat schon mal gut, um jetzt was in Gang zu setzen. Ne? Aber der Juli hat noch nicht mal angefangen. Da war dann noch ein ganzer Monat, den ich zu durchleben habe und das natürlich auch nicht alleine. Mein Leben hängt an so vielen seidenen Fäden und auch das Ganze, was ich auf YouTube mache, schon viele Jahre. Ihr glaubt gar nicht, mit wie geringen Mitteln ich das umgesetzt habe. Und in welchen Umständen ein kaputtes Notebook, was ihr müsst euch vorstellen, das war so laut wie ein kaputter Treckermotor, V8-Motor, was halt kaputt. Es war am Stößeln, man hat das Wort nicht mehr in den Videos verstanden, so laut war das. Und ich habe stundenlang so Videos geschnitten, über viele Monate etc. pp. Und vor allen Dingen Lebensumstände und ja, mit den Handys. Moment. Mit den Handys war es auch immer so eine Sache. Die Hülle von dem Handy hält nur noch die Klebefolie zusammen. Zerbröselt werde ich wahrscheinlich auch heute wegbringen. Kostet mich ein bisschen Geld, aber ich komme nicht mehr drum rum, das jetzt zu machen. Ich brauche auch eine Schutzhülle. Durch meine gesundheitliche Veränderung, also die Sache mit dem Schlaganfall und die Folgen, hat sich bei mir gravierend etwas im Leben geändert und mir fällt mein Handy und andere Sachen fallen mir jetzt ständig runter. Natürlich weiß ich, dass man Achtsamkeit üben kann, aber das ist ein Prozess. Ich weiß, an Bewältigungsstrategien fehlt es mir nicht, mir fehlt es nur an Ruhe und natürlich an den Dingen, an Unterstützung. Ich habe euch das kundgetan im letzten Video dazu. Gibt es natürlich noch jede Menge mehr zu sagen, aber da muss man mir Zeit geben, wenn man da wirklich etwas erwarte, bin ich raus. Ich mache das freiwillig, ich teile und bin in guten Absichten friedvoll unterwegs. Und jene, die damit nichts anfangen können, vor allem all jene, die mir da so viel... Ich merke das ja an den Begegnungen auf der Straße, diese Blicke und diese... Das ist ungesund. Also ich in der Hinsicht habe ich es immer mehr abgekriegt. Vor allen Dingen seit Ostern und davor schon. Und ja... Wenn dann alle wegbrechen, ne? Dann, ja, man weiß in der Not, wer einem nahe ist und wer nicht. Ne? Da kann man halt auch ganz klar erkennen, wie Menschen über einen denken. Und das war ganz fatal für mich, wie Menschen über mich gedacht haben. Mir ist es im Grunde genommen generell egal, aber ich habe Menschen in mein Herz gelassen und ganz nah an mich ran. Und das mache ich nicht so schnell. Und anscheinend hat man das für selbstverständlich gesehen auf eine gewisse Art und Weise. Und über mich gedacht und gerichtet und geurteilt. Und das hat hier richtig Schaden angerichtet in meinem Leben. Und das alles noch zu verdauen und auszuhalten, ist nicht ohne. Und das ist alles noch ein Prozess. Und auch bei dem, was ich jetzt mache, hier, mein Herz liegt offen da. Und ich bin angreifbar, gar keine Frage. Menschen probieren das auch jetzt zum Glück unter dem letzten Video nur positiv. Ich danke euch von Herzen. Danke, dass ihr da so bei mir seid. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Das sind ja 3 Linsen. Ja, und das ist irgendwie, ja, tut das gut, dass wir da zusammenrücken. Es geht auch nicht anders. Wie gesagt, wir sitzen alle im selben Boot. Ich kann ganz viel machen, nur auf gewissen Ebenen brauche ich Hilfe. Und ich bin bereit,
auch trotz allem, was ist, Menschen in mein Leben zu lassen, aber ganz behutsam, und ich werde das regeln, weil ich bin da so oft auf die Nase gefallen, dass ich vorsichtig sein muss. Ich muss auf meine Energien aufpassen. Apropos Zug. Ja. Kleinen Moment. Das war ja spannend. Ganz kleine alte Lok und nur drei Waggons sind da. Personenzug. Ja, ich hab ja gesagt, ich habe so einiges an Talenten mitzubringen, die ich gerne ins Feld bringen möchte. Und ich habe schon auf dem Kanal drüber geredet. Die äußeren Umstände haben mich davon abgehalten und ich stehe so sehr mit dem Rücken zur Wand, dass jetzt alles raus muss. Auch alles, was da die ganze Sache da mit dem Amt, und ich verstehe jetzt nicht, warum das Geld gekürzt wurde. Ich verstehe es nicht. Ja, ich will jetzt nichts Böses unterstellen. Kann sein, dass es einfach ganz normal bürokratische Gänge sind, weil man bei mir Geld erwartet. Ich kann das nicht einordnen, aber ich stehe da mit zu wenig Geld am Anfang des Monats, der noch nicht mal begonnen hat. Und dann war mir so klar, dass ich raus muss mit meinen Sachen. Und jetzt fangt ihr an, mich zu unterstützen und zu sehen, wie dringend das bei mir ist. Aber auch nur, weil ich mich halt äußere. Es fiel mir unfassbar schwer. Dennoch sind so viele Sachen passiert, dass in vielerlei Hinsicht mir jetzt schamegal ist. Also ich stehe zu so vielen, und wenn man damit nicht klarkommt, der soll einfach weiterziehen. Ja? Ich wünsche mir alle zusammen, aber man kann es halt nicht jedem recht machen, und so ist es dann. Und mich erreicht ganz viel Liebe, ganz viel Zuspruch, ganz viel. Ja, ich teile das ja auf TikTok auch in Livestreams, aber nicht regelmäßig. Das ist hier halt auf YouTube nicht möglich, sonst würde ich das hier auch tun. Die Bildqualität ist so miserabel. Und es hängt natürlich auch vom Internet dann wieder ab. Also bei mir, ich habe zu Hause kein Internet. Ich habe auch keinen Kühlschrank und doch, einen Kühlschrank, der ist kaputt. Ja, aber das ist auch nicht reparabel. Und keinen Staubsauger und regel alles mit einfachen Sachen. Ich regel alles über Datenvolumen, und wenn ich das mache für 24 Stunden, kostet mich das 6 Euro jedes Mal. Und wenn man da fürs Amt was macht und hier und da, man wird irgendwann arm. Und es geht auch nicht ohne, und für mich ist das hier auch eine kreative Welt. Also das gehört zu meinen Grundstrukturen, das zu tun, was ich hier auch schon ein paar Jahre mache. Aber dennoch hat das viele Aspekte, warum ich das mache. Gar keine Frage. Ich wünsche mir einfach ein besseres Morgen für uns alle. Es gibt einen roten Faden. Alles, was ich hier mache, das könnt ihr downloaden im Sinne des Urhebers, also nicht inhaltlich verdrehen oder so, da bin ich nicht dabei. Das werde ich auch melden und dagegen vorgehen, wenn das so sein sollte. Habe ich schon in der Vergangenheit gemacht. Hui, hier versucht eine große, aber eine riesengroße Mücke mich zu kriegen, aber ich spüre das jedes Mal. Ja, vielleicht kommt sie noch irgendwo hinterrücks am Hals oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich stehe nach wie vor mit dem Rücken zur Wand. Mir ist es zu laut in der Stadt geworden. Ich möchte irgendwann mal irgendwo auf dem Land wohnen. Bin natürlich hier noch überall gebunden für all jene, die mir zuschauen und hier immer einen Rabbel kriegen, wie es mit Lars weitergeht. Ey, immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Und alles, was in meiner Kraft stehende mir zur Verfügung steht, dann setze ich das auch um. Aber tja, mich gibt es halt nur einmal, ne? Einmal. Und ich stemme für 9 oder für 8 oder für 10. Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwann mit der Familie zusammen. Wir träumen davon. Ich hoffe, das darf sich irgendwann erfüllen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das seht. Ich lasse wieder von mir hören. Ohne eure Unterstützung geht's nicht. Muss ich leider so auch sagen. Ich habe mich da lange vorgedrückt, in Videos über sowas anzugehen oder über sowas zu reden, und da irgendwie. Ich habe das hier umsonst gemacht, und bedingungslos ist immer so ein schwieriges Wort, aber so bedingungslos ist wie möglich. Ich habe hier nicht keine Bestätigung gesucht. Ich brauche niemanden, der mir hier sagt, dass ich toll bin. Ich bin mit mir da im Reinen, und ja, die ganzen Schuldgefühle, die ich mir da habe einreden lassen von außen, da ist jetzt vorbei mit. Mein Content wird weiterhin frei verfügbar sein, sofern das die äußeren Umstände zulassen, also sprich hier Plattformumstände. Ja, ansonsten mache ich das, was ich machen möchte. Ich möchte auch gerne zu euch nach Hause kommen. Ich möchte gerne hier regional wirken, und ich habe da so einige Eisen im Feuer, nicht erst seit heute, und das setze ich gerade Mindmap-mäßig für mich um, werde das bündeln und sortieren. Ich möchte in diesem Sommer definitiv wirken. Also wenn hier jemand aus Husum ist, der Hilfe zu Hause braucht, irgendwo einen Garten hat, ich helfe gerne.
ausgeschlossen die Liegenschaft hier, also hier Schrebergartennähe nicht. Aber alles, was außerhalb ist, da wäre ich offen für. Es soll natürlich im Einklang des Energieaustausches sein. Ich möchte irgendwie über die Runden kommen und das bedeutet entweder Essensgutscheine, Geld oder irgendwie Datenvolumen. Irgendwas, was mich weiterbringt und mich halt eben mit durchbringt. Was mich Geld kostet, wie auch immer. Ich möchte aber auch all jenen, die halt eben kein Geld haben, das auch ermöglichen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man kein Geld hat. Also wenn ihr euch irgendwie selbst versorgen wollt, wenn ihr der Natur was zurückgeben wollt, egal, wenn ihr Schottergärten habt, dann bin ich der richtige Mann. Ich bin da sehr kreativ und werde mein Herzblut einsetzen, um bei euch irgendwas umzusetzen. Ich werde das aber so koordinieren, gerade mit jenen, die beim vielleicht einen leeren Geldbeutel haben, dass das so läuft, dass ich natürlich hauptsächlich mich erstmal aufs Durchkommen konzentriere und dann natürlich dementsprechend das dann so einrichte, dass ich danach alle unterkriege. Ne? Also bei mir kommt keiner zu kurz, sofern es harmoniert und wir ja, zusammenfinden. Ne? Also ich brauche meine Rahmenbedingungen, sonst funktioniert das nicht. Und wichtig ist mir Bewusstsein und nicht, also wenn wir da voreinander stehen und nicht miteinander reden können, dann macht das keinen Sinn. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass ich da koordinatorisch schon sehr viel hinkrieg und umsetzen kann, um euch, sag ich mal, mit eurer eigenen Gartenoase im Idealfall mit Selbstversorgung helfen kann. Da gibt es so viele Ideen in mir. Ich bin nur nicht der, der buddelt und anpackt. Ja, das mache ich zum Teil auch. Aber größtenteils möchte ich euch unterstützen, euer eigenes Sein umzusetzen. Und ja, je mehr Selbstversorgung, umso mehr Unabhängigkeit, umso weniger Raum für Sachen, denen man nicht nachgehen möchte und mehr Zeit für euch. Also Permakultur, Gedanke steckt dahinter, gar keine Frage. Ich sag mal, Leben in Einklang mit der Natur und da wäre ich dann dabei. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesabbelt. Ich bin jetzt raus, tschüss und weg.